Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen und weiteren Folge bei FIFA 23, der Be a Pro oder der, wie ich mal ganz gerne sage, dein Spielerkarriere. Und ja, in der ersten Folge nicht, ich meine in der letzten Folge, das war die erste Folge gewesen bei unserem neuen Verein in der dänischen Liga und ich hab's versucht zu lernen, denn unser Verein heißt FC Midtjylland. Genau, das war meine Stimme gewesen und FC Midtjylland, also so heißt unser wunderschöner Verein und wir haben die ersten drei Spiele gespielt. Hier werden wir aber auch versuchen, so zwei bis drei Spiele zu spielen und jedenfalls haben wir in den ersten drei Spielen ungefähr 8 Torbeteiligungen gehabt. Wir haben, glaube ich, 6 Tore geschossen und zumindest 2 Torvorlagen gegeben. Also ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Wir gehen zuallererst einmal ja mitten ins Spiel hinein und müssen oben links nochmal so ein bisschen gucken, ob wir noch weiter in der Startelf verbleiben. Oh, es geht sogar jetzt gegen den Hauptstädtler, gegen Kopenhagen. Ach, aktuell sind wir auch auf dem ersten Platz. Und wir spielen natürlich nur Waldemar van der Wiel. Ein Spiel, das es in sich hat. Ein Spiel, das eine Menge verspricht. Oh, was ist hier los? Derby? Pokal? Kann es klappen? Jetzt erfahren wir es. Ach, haben wir schon gewonnen, oder was? Gut, wir haben den Anstoß. Zack. Heute wieder das gewohnte Kommentatoren-Gespann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Midtjylland, okay. Ah, sehr schön. Oh, genial. Ah, schade. Ja, wir müssen hier ein bisschen, also ich kann hier schon ein bisschen herumrennen, aber wir müssen natürlich gucken, wir spielen von Anfang an. Und da ist bei der Ausdauer natürlich Gold wichtig. Ich denke mal, volle 2,45 Minuten schaffen wir jetzt hier nicht, aber... Aber ich denke mal, bis zur 16., 70. Minute müssten wir schon gut schaffen. Bis dahin will ich natürlich ein paar Tore jetzt... Oh! Ja, dankeschön. Ja, das war nur ein bisschen hartes Einsteigen. Also Gelb musste es jetzt nicht geben, weil er hat eigentlich den Ball gespielt. Das Einsteigen war nur ein bisschen hart. Aber gut, man will im Derby natürlich versuchen, ein bisschen zu unterbinden. Ah ja, fest ans Knie. Geht's doch? Ja, geht doch. Ja, geht doch. Oh, da haben wir mal ein bisschen gedeift, wa? Guck, da haben wir jetzt, da kriegen wir jetzt den Ball. Er kommt von der Seite. Okay, gut, er trifft gar nichts. Ui, sah schon ein bisschen übel aus. Aber uns geht es zumindest gut, das ist ja die Hauptsache. Ah, oh, sehr schön. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Ja, schade. Gehalten, macht er gut. Ja, mal gucken. Ja, der kommt gut, der kommt. Ah, schade. Sie bekommen den Ball nicht raus. Oh! Schade. Ja, ich muss echt aber in der Schusstechnik noch ein bisschen üben und feilen. Wir sind zwar in Sachen körperlich und Kraft relativ gut, aber uns fehlt so ein bisschen an Ife. So, jetzt hier in den Raum, in den Raum! Ah, der war gut, der war. Schade. Der war genauso gedacht gewesen. Ah, nein, nein, shit. Er erzwingt den Ballverlust. Manchmal sind bei Teamkollegen doch ein bisschen fixer als ich. Der hat schon den Pass geplant. Ja. Da geht er vorbei. Achtung. Ja. Oh. Mann. Der ist aber auch gut drauf. Also, bei dem Torwart sowie eigentlich auch Ecke. Ah. Also immerhin haben wir eine Bewertung von 6,4. Das ist gar nicht so verkehrt dafür, dass wir, sagen wir mal, ja, kein Tor geschossen haben oder so. Klasse, wie er da hingeht. Ah, schade. Sollen wir jetzt ein bisschen aufpassen? Ich find's aber auch geil. Ich hoffe, das bestraft mich jetzt. Nee, bestraft mich nicht. Die Verteidigung ist geil, ey. Also bei Dortmund 2 war ja ein Graus gewesen.
Aber die Verteidigung geht hier auch wirklich ran. Ach, schade. Sollte eigentlich voll in den Lauf gehen und ich spiele voll auf meinen Gegenspieler. Und dann doch der Ballverlust. Hey, da muss doch jemand rangehen. Oh. Oh. Da kratzt er den echt noch von der Linie. Ich hab den eher zum Eckball gerade gesehen. Oh, das ist ja doof gelaufen. Guck mal, das war gut an der Linie, wa? Boah. Holla die Waldfee, das mit dem Kopf. Man muss dazu sagen, der Torwart hat auch kaum Schuld. Er war schon mit Druck, aber guck mal. Also, stark. Obwohl, der gute. Wenn man das mal so aus der Zeitlupe sieht, der war doch schon ordentlich auf dem Torwart. Guck, wir gucken uns das nochmal an. Ei, 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 ja. Das kann jeden mal passieren, der keine Arme normalerweise hat und gar nicht da steht, sondern ganz weit weg. Van der Wien. Ah! Ja! Ja, geht gut dazwischen. Scheiße! Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Oh! Postschuss. Mist! Angriff beendet. Pech, Alu-Treffer. Es wäre der Ausgleich gewesen in dieser Partie und jetzt heißt es abhaken, weitermachen. Ja, und Dribbling geht weiter, der findet einfach kein Mittel. Ah ja, okay, schade. Hätte ihn vielleicht noch abgelegt, ey, hätte ihn so hardcore ins obere rechte Eck geschossen. Ja. Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Ja, ach Gott, ey, der Tor ist aber auch stark. Kein Tor. So, jetzt komm, Leute, komm, 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 komm. Ja. Ah. Die bekommen den Ball nicht raus. Ja, ja, ja. Oh nein, er springt daneben. Er springt daneben. Ich weiß nicht, ob es jetzt meine Schuld war, weil ich hatte gleichzeitig auch auf Schießen gedrückt, damit die wirklich einen Schuss machen. Und ja, mit dem Kopfball halt einen Torschuss machen. Vielleicht ist er dadurch zu früh gesprungen, weil der ist doch sehr, sehr früh abgesprungen. So, weiter geht's. Zweite Halbzeit. Wir liegen immer noch 0:1 zurück. Das läuft heute nicht so, wie gedacht, wa? Auch Icke, viele, viele Chancen. Bisschen Pech. Einmal Pfosten. Ah, na. Oh, oh, kommt der, kommt der? Ja, kommt er ran! Ja! Was? Ah, er war bestimmt gewesen. Da braucht man sich nicht aufregen. Jetzt ist er vorbei. Oh, oh. Oh, wer hat den noch gehalten? Also festgehalten. Ui, Schein gehabt. Wir haben einen Transfer bei Manchester United. War nicht leicht, diesen Spieler zu ja. Machen, aber nun ist es dann doch gelungen. Oh, faul! Ein echter Coup. Hey! Wenn du mich fragst, alle Beteiligten würden froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Ja, ja, ja! Ecke kommt in Eckball, Eckball, Eckball. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich. Oh, was? Timing hat nicht gestimmt. David Kutsch. Das könnte die Gelegenheit geben. Ja. Oh Gott, Leute. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Scheiße. Ach, der rennt voll daneben. Nein. Ha, wir bauen aber den Druck jetzt so ein bisschen auf. Da mit viel Übersicht. Jetzt die Flanke. Oh, sehr schön. Ah! Hey! Gelb! Also, wenn er so ja, danke! Machen. Gelb für die Aktion. Ah, oh, sehr schön. Ja, kommt zwar wahrscheinlich niemand mit, aber ah, ihr probiert es trotzdem. Schöne Flanke jetzt. Und da kommt einer! Da kommt einer und das ist es! Das ist es! Schöne Torvorlage! 1-1! Ah! Da freuen sich alle mit, ey. Ist da aber schön reingesprungen. Von ganz weit hinten kommt er. Da.
muss ja fast nichts machen, hält nur noch den Kopf hin und drin. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ah. Oh, der geht am Gegner. Ah. Oh. Schnell, schnell, schnell! Ah! Ah! Ja, aber die Parade vorher, die war sensationell. Ach Mann, ihr wollt nicht unbedingt. Wir drücken und drücken und drücken. Ich muss ein bisschen aufpassen. Viel Energie bleibt jetzt auch nicht mehr. Ah, shit. Scheiße. Da hätte ich gesehen, dass er ein Gegenspieler war. Was gibt er jetzt hier? Ja. Ah, okay. Das war, oh Gott, das war ja super. Schön gemacht. Ich hatte schon so ein bisschen gedacht, oh komm, gibst du dir da eine Flanke oder so? Zwerchenko. Das ist es vielleicht. Schade, kein Tor. Ja, ich weiß, was ihr jetzt sagen würdet. Ich hätte einfach durchlaufen sollen. Da war eine riesen Lücke, ey. Der muss doch jetzt in. Ja, der ist. Oh! Schöne Torannahme. Torannahme, Ballannahme. Entschuldigung. Ballannahme. Ach ja. Ja. Wuse, Wuse, Wuse. In seinem Gesicht. Keine Ahnung, was dieser Jubel wieder bedeuten sollte, aber schön. Guck mal jetzt hier. Schöne Annahme. Und in. So wie ich die ganze Zeit machen wollte. Ach, herrlich. Ah, sehr schön. Und nicht mehr allzu viel Energie. Ja! Es macht das Ding, macht das Ding! Ja! Ja! Ey! Schon wieder an allen Toren beteiligt. Zwei Vorlagen, ein Tor. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torschance zu kommen. Oh! Paul! Ja, 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 ja. Keine gute Aktion. Rot! Naja, rot. Ja gut, dafür waren wir ein bisschen zu weit außen, denke ich mal. Was meint ihr? Wer hat eine rote wegen letzter Mann? Aber ich glaube, das war wirklich zu weit außen. Ja. Oh. Ich glaube, bei Freistößen muss ich echt auf Flanke, wa? Des Spiels haben wir eine klare Führung für die Gastgeber. Gutes Spiel. Ach, Mann! Der Spielstand zeigt das ja auch. Mit zwei sind sie vorne und ich glaube, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen. Sehr schön. Ja, das ja. Oh, ja. Komm, den Ball hole ich doch. Ey, immer muss die Eckfahne daran glauben. Ey, was ist denn hier los? Er setzt sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ach komm, ich schaffe es doch, die 90 Minuten hier durchzuziehen. Aber das hat sich schon so ein bisschen angebahnt, wa? Zweite Halbzeit war wesentlich besser als die erste. Und da haben wir einfach mal eiskalt 4 Tore geschossen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Wenn's jetzt schnell geht, dann. Oh, 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 oh. Ah, der war ein bisschen doll, wa? Ja, ja. Scheiße. Aber wir haben 90 Minuten jetzt mal durchgehalten. Also, fassen wir zusammen. 3 Vorlagen und ein Tor bei einem Endstand von 4-1. Ey, was will man mehr? Und wieder sind wir einmal Spieler des Tages. So, Startelf ist immer noch gefesselt. Müssen wir gar nicht so viel trainieren. Obwohl, komm, doch. Oh, scheiße, ich vergesse immer, dass auf A abbrechen ist. Naja, wir können mal ganz kurz gucken, ob wir noch in Sachen Entwicklung ein bisschen was machen können. Wir haben 3 Skillpunkte, okay. Denn ich will auf alle Fälle in Sachen Tempo ein bisschen was machen. Okay, gut, das war jetzt geil. gut, wir sind ein bisschen schneller jetzt geworden, aber auch nicht viel mehr. Abbrechen, dann würde ich mal sagen, komm, ab ins nächste Spiel. Horsens, das sind echt geile Namen, ey. Gut, mal gucken. Ah, ich mag diese mintgrünen Trikots, wa? Dieses Spiel für Sie kommentieren. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen und beide wollen den Sieg. Das könnte die Chance werden. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Oh, schade. Ja. Da setzt er sich gut durch. Ah! Wow! Ist der ins Tor geflogen, ey. Aber gut gestört, ja. Ich habe es lang gebraucht, aber jetzt. Jetzt hier.
Oh, alles gut, ich mach weiter, Captain. Hab mir nichts getan. So. Tor, Tor. Ui. Der war aber knapp gewesen, ey. Da hat der Tor aber auch nur hinterher geguckt, wa? Jetzt der Versuch. Übrig hier da Distanzschüsse im Punktspiel. Ich bin ja auch toll. Ah! Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Den hole ich mir wieder. So, jetzt nochmal. Oh. Gut, wir versuchen es heute auf alle Fälle mit. Wir versuchen mal näher ans Tor zu kommen. So ein gelungen. Der Name spricht für sich. Bislang waren die Erwartungen schon gehalten, aber der Ball. Oh, er ist noch drin! Ha! Nein! Oh Gott, ich war jetzt so nervös gewesen, ich habe voll auf den Torwart geschossen. Eieieiei, das muss ich auf alle Fälle ein bisschen verbessern, wa? So ein Killer vom Tor bin ich jetzt auch nicht, da brauche ich mal ein paar Anläufe. Das war jetzt schon mal ein vierter oder fünfter Torschuss gewesen. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Ja, bisschen drücken hier, sehr schön. Ein Heimsieg zuletzt und auch heute spielen sie natürlich wieder auf Sieg. Dieses 4:1 war eine überzeugende Vorstellung und ich glaube, sie werden heute wieder so agieren. Aber ein Wurf rausgeholt. Also, wir haben nicht direkt rausgeholt, aber. Ist hier immer noch am Ball. Sehr schön. Ja. Oh. Hab ich ihn gerade da eingeschossen, wo kleine Kinder rauskommen, also nicht aus Frauen, aber ihr wisst schon, also für mich sah das ein bisschen so aus, wie er sich da gerade gehalten hat. Aber ey, tatsächlich, ganz ehrlich, ich hab ihn jetzt nicht da getroffen. Sorry, wenn ich immer andauernd jetzt Wiederholung mache, aber manchmal finde ich es schon cool, wie das Spiel hier so ein bisschen funktioniert und erbaut ist und entwickelt ist. Also wir haben ihn ja ganz klar am Knie getroffen. Da, ach guck mal, wo er sich jetzt hinfest hat. Und oh, schmerzverzerrt auch noch. Erzwungen. Ach, wo war der? Ja, der war wieder sehr schön gewesen, der Pass. Oh, oh, oh. Ja? Ah, schade. Ah, ja. Eieieiei. Ja. Oh. Ah. Ey, die Zielspitze. Hatte Tor verhindert. Ja. Ach, rennt. Nein, rennt doch nicht gegen. Ach, egal. Weitermachen. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Ja. Ach, schön. Ich hab schon wieder gedacht, oh nee, habe ich's schon wieder geschafft. Oh, ja. Kuscheln ist. Das war noch vor anderthalb Jahren nicht möglich gewesen. Obwohl, in Dänemark war eigentlich, glaube ich, nie richtig Corona gewesen. Also irgendwie, das war da schon ein Glück sehr schnell auf Eis gelegt. Ja, war ein Pass. Da lassen sie den Ball gut laufen. Das war eine gute Chance. Schade. Aber der Torhüter ganz sicher und kann. Ja, den krieg ich. Ach, schade. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Oh! Oh! Eieieiei! War der knapp! Das war eine Riesenszene. Guck mal, sogar Blindfold, also er hat ja nicht mal hingeguckt. Die machen aber auch die Räume ordentlich auf. Oh, schade. Doch. Ja. Ach, Mann. Dieser Powershot, den muss ich echt sein lassen. Sehr gut aufgepasst. Oh, nicht schlecht. Gut, doch, gut abgefangen. Van der Wien. Ah, ja, okay, Vorteil. Ein zweites Tor noch in der ersten Halbzeit, das wäre doch genial. Das ist natürlich ein guter Pass. Ja. Oh Gott, Junge. Das war 2 Meter vom... Boah, wie weit willst du den Ball wegköppen? Ja. Fass dir mal in den Kopf. Der ist normalerweise für Kopfball gedacht. Mensch, Junge, üben wir nachher noch bei der kleinen Maus. So, was machen Sie draus? Oh.
Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ah, da habe ich eine Frau getroffen, aber voll am Kopf. Schön dazwischen gegangen. Ah, Scheiße! Hätte lupfen sollen. Ah! Ah! Da ist wieder der Ball am Ende doch nochmal versprungen. Ich dachte, ich habe ein bisschen mehr Lücke. Ah! Der ist. Ey, der ist. Oh, Scheiße. Der ist ja manchmal nicht von dieser Welt. Ach stimmt, unser Gegner spielt ja auch noch. Das habe ich auch vollkommen vergessen. Jetzt lassen wir ihn aber doch ordentlich laufen. Der hat das erste Mal in jedem Strafraum. Der ist jetzt das erste Mal im Strafraum. Oh, fast ein Torschuss. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. So, Ecke kommt. Ja, das den hol ich mir. Ah! Immer 0-1. Wir haben schon mal ein Tor geschossen. Und das muss man mal sagen, auswärts. Auswärts ist manchmal so eine Sache, da sind denn unsere eigenen Spieler manchmal nicht so gut. Da ist man immer so ein bisschen, ja, leicht gehemmt. War nicht leicht, diesen Spieler zu holen, aber nun ja. Ist dann doch gelungen. Oh ja, oh ja. Ein echter Coup, Wolf. Oh, schade, ey. Ja. Ja, du hast angezeigt. Mit dem Kopf richtig. Da war kein Druck dahinter. Ja, 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 was, ich hab's mir schon fast so gedacht, ey, schade. Er kann nicht zählen, dieser Treffer, denn es war knapp abseits. Oh, also, stimmt, wir haben ja noch einen, oh Mann, ey, manchmal ist es peinlich, wir haben ja noch einen linken Fuß, ich hab jetzt auf dem rechten geachtet, wo die blaue Linie war, dachte ich, das wäre noch mein Fuß gewesen, aber da war ja noch ein anderer Fuß, der war weiter vorne gewesen, naja, passiert. Schuss! Oh! Wäre jetzt zwar vielleicht ins Ausgegangen, aber egal, so haben wir jetzt eine Ecke rausgeholt. Lass uns den Ball jetzt zuflanken, Kopfball! Oh! Der Kopfball war richtig gefährlich. So, jetzt machen wir nochmal richtig Druck hier. Come on! Come on! Richtig Druck machen! Es gibt einen weiteren Eckstoß. Gut geklärt. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen! Ja! Keine Ahnung, wie der wieder reinging. Ich bin ganz ehrlich. Ja. Aber das war ein cooler Move gewesen. Alter Falter. Was wollte denn jetzt mein Spieler hier? Warte mal, ich zeig das nochmal. Keine Ahnung, was der wollte. So, warte mal. Gucken wir uns das Tor nochmal an. Der war flach geschossen. Boah, ganz knapp vorbei, wa? Also, der Torwart. Jetzt sind die Gäste hier die bessere Mannschaft und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Sie streben einem Sieg entgegen. Ja, gegen. Och ja! Gegen den Lauf. Der ist richtig gut drauf. Der Dreierpack. Da nochmal einen Spurt angesetzt und dann hier richtig schön gegen den Lauf. Schön zu sehen. Die Abwehr hat keine Chance, ist machtlos. Also, das ist heute ein absoluter Glanztag. Ja, Van der Wiel schießt Tore wie und wo und wann und wie oft er eigentlich auch will. Das ist unglaublich. Der Typ ist unglaublich. Deswegen ist er auch in die dänische Liga gewechselt, damit er das überhaupt machen konnte. Und weil sein Manager eigentlich ein Fernbusfahrer ist. Aber ein netter, sympathischer. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Ah, Tick zu weit. Tick zu weit ist gut, ey. Der war ja quasi auf dem Torwart gespielt. Oh, der war ein Ticken zu weit. Oh, ja, ey. Angriff aufgehalten, ja, ja. Gelb? Warum immer nur den gelben Karton, ganz ehrlich? Er hatte einen guten Blick auf die Szene, das geht, wie ich finde, in Ordnung. Darf ich einen Freistoß schießen? Ich darf keinen Freistoß schießen. Ah, ja, der war angetäuscht. Ah, nein, oh, scheiße. Aber ich sag einfach mal, der war einfach angetäuscht gewesen. So, hier nochmal. Wir wollen den Ball. Und glaubt mir, der war genauso gewollt. Ich tue so, als würde ich daneben schießen. Alle gucken auf mich. Und jetzt er hier hätte eigentlich schießen sollen und gibt mir nochmal den Ball. Ja, und ich hätte, ja, irgendwie schießen. Das kann man schon beim Kreten aber auch nicht klar, oder was?
Renn durch, renn! Hier lang! Tolles Dribbling. Da sind sie alle. Ah, was machst du denn da? Ah! Ganz enge Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann. Also, wenn du den Ball schon nimmst, dann schießt du auch. Ich hab nicht mehr passen gedrückt, ich schwöre. Jetzt ist es aus. Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gäste. Also, viel ist am Ende jetzt auch nicht mehr passiert, aber wir kriegen den Ball. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute. Also, wir sind anscheinend jetzt Spieler des Wochenendes von allen Mannschaften hier in der dänischen. Guck mal, am Anfang, wie gesagt, viele nebengeschossen und dann hat es irgendwann aber auch hingehauen. 9,8 Spielerbewertung, gespielte Zeit 93 Minuten und wie gesagt, 3 Tore. Also, Hattrick. Also, Freunde der guten Laune, das war's gewesen. Wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge bei FIFA 23. Dann geht's weiter mit unserer wunderschönen Karriere hier in Dänemark. Und ja, wir gucken einfach, wo uns so ein bisschen hinführt. Wie gesagt, es ist halt so ein bisschen, ja, auch mitunter, sagen wir mal, ein kleines Rollenspiel, das ich gerne dann gleite. Wie mit meinen Adiletten, die ich jetzt hier gerade schon vorbereite, weil ich gleich schön nackig duschen gehen werde und meinen schönen holländischen Schnurrbart noch waschen werde. Und wir sehen und hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Oh, was kommt jetzt so? Champions League? Ja. Heißt es, wir spielen? Gleich? Bald? Ja, Champions League! Oh, wir sind in der Champions League! Haha! Ah, was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Schaffen wir es, mit unserer dänischen Mannschaft bis ins Finale zu kommen? Wir sehen und hören uns. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.